Willkommen zurück bei Conny Pure. Ja, wir haben ja in einem der letzten Videos so einen wunderbaren Rehrücken gemacht und da habe ich euch versprochen, dass es noch ein Video gibt, wie man den Wildfond zubereitet. Und das zeigen wir euch heute. Und zwar ist es der Christian und ich. Und der Christian, der ist gelernter Koch und Jäger. Und hier haben wir ja schon so die Überreste von dem ausgelösten Rehrücken. Den werden wir uns jetzt klein hacken. Mhm. Sprich, das kannst eigentlich du übernehmen. Klar, unter meiner Anleitung, wenn du magst. Okay. Das heißt? Du kannst ihn so in 2 cm Tranchen einmal durchhacken. Mhm. Ah. Boah. Hast du da mal nochmal drauf? Ja, 2-3 Mal. Nein, komm trotzdem nicht durch. Christian, ich GWO, sorry. Bitte, bitte. Am leichtesten tut man sich, wenn man mit kurzen, kräftigen Hackbewegungen hier durchhackt. Sieht man wieder, dass es sich lohnt zu trainieren. Auch als Koch muss man fit sein. So, da haben wir jetzt noch mehr. Was muss ich denn jetzt sagen, damit ich beim Metzger oder bei meinem Wildhändler, den ich da ausfindig gemacht habe, haben möchte? Damit ich hier meinen Fond. Du sagst ihm einfach, du brauchst Knochen für einen Wildschü, für einen Wildsoße. Er weiß dann ganz genau, was er für dich herrichtet. Okay, jetzt braucht man ein Blech, glaube ich. Genau, wir geben uns das jetzt alles auf ein Blech, verwenden das mit Öl und braten es uns richtig kräftig im Rohr an. So, jetzt geht's ab ins Rohr. Bei wie viel Grad? Das geben wir jetzt bei großer Hitze bei 180, 190 Grad ins Rohr. Mhm. Wie lange muss das jetzt drin sein? Das lassen wir jetzt mal eine gute Dreiviertelstunde im Rohr. Die Zeit nutzen wir. Währenddessen schneiden wir uns für die Soße das Gemüse klein. So, das Gemüse wird jetzt angebraten, oder? Genau, ich gebe dir schon mal Öl in den Topf. Wir rösten uns jetzt das Wurzelwerk goldgelb an. Das heißt schon gute Hitze. Gute Hitze, ganz kräftig. Ja. Ah, das schaut schon so schön aus. Ist es jetzt schon goldgelb? Es ist goldgelb und ich gebe dir jetzt das Tomatenmark hinzu. Mhm. Und du verrührst es gut und das rösten wir uns jetzt nochmal kräftig an. So, wir löschen jetzt mit Rotwein ab. Rotwein immer gut. Passt auch gut zum Wild immer, gell? Genau. Eigentlich kein Wild ohne Rotwein, kann man das so sagen? Genau so, zum Trinken und zum Kochen. Wir lassen den jetzt einreduzieren und einkochen. So, und wann kommen da jetzt die Knochen dazu? Das gehen wir jetzt rein. Ich helfe, ich helfe. Hast du es? Hast du es? Oh. Boah. Boah, das wird immer schwerer. So, liebe Conny, und ich darf dir das jetzt mit Wasser auffüllen. Mhm. 1 Liter oder wie viel gehen wir da jetzt rein? Bedeckt. Wir bedecken das jetzt mal und lassen es dann kräftig einkochen. So, das muss jetzt richtig lang vor sich hin köcheln. Okay. Gell? Wir lassen das jetzt gute 2 Stunden köcheln. Mittlere Hitze? Mittlere Hitze, das soll schon dahin wallen. Und ich gebe dir jetzt noch ein paar Pfefferkörner herein zur Würze. Du kannst noch gut Lorbeerblatt reingeben, Wacholderbeeren. Das Ganze wirklich lange durchkochen lassen und zum Fertigmachen einfach durch ein feines Sieb abseihen. Und das Ganze haben wir schon vorbereitet und das sieht dann für euch so aus. Schaut super gut aus und wenn ihr wissen wollt, was wir daraus gemacht haben, dann unbedingt auf dieses Video hier klicken. Christian, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wir kochen jetzt noch weiter. Gell? Genau.